Heute zeige ich euch, wie ihr in Logic Pro eure Referenztracks noch besser analysieren könnt. Also bleibt dran! Sali und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Wir haben die 500 Abonnenten geknackt. Mega cool. Also ich bin echt baff, dass ich das jetzt in so kurzer Zeit eigentlich geschafft habe. Es ist jetzt etwas über ein Jahr, dass ich angefangen habe, wirklich regelmäßig diese Tutorial-Videos zu posten auf meinem YouTube-Channel. Und dass ich in eigentlich so kurzer Zeit die 500 Abonnenten geknackt habe, finde ich schon echt ein großes Stück Arbeit und danke auch euch allen, euch Abonnenten, die meinen Kanal jede Woche verfolgen, die jede Woche meine Videos anschauen. Da bin ich wirklich sehr froh drum und das motiviert mich auch immer wieder weiterzumachen und einfach weitere Videos zu posten und auch eure Kommentare, die ihr drunter verfasst, finde ich jedes Mal wieder wirklich eine Freude zu lesen. Gehen wir jetzt aber ins Video. Denn ich will euch zeigen, wie ihr, wenn ihr einen Referenzsong habt, diesen noch besser analysieren könnt. Manchmal mache ich es nämlich, dass ich einen Song nehme, der mir richtig gut gefällt. Oder eben, wenn es ein Referenzsong ist, den ich gerade für ein Projekt brauche. Und dann will ich den analysieren und will einfach gucken, was ist in dem Song noch so vorhanden? Sind da vielleicht Earcandies dabei? So nennt man es im Englischen immer so schön, so kleine Sounds und Effekte, die im Hintergrund passieren, aber gar nicht so präsent sind. Aber wenn man das dann genauer analysiert und diesen Earcandy raushört, dann denkt man, wow, okay, der bringt nochmal ein bisschen einen Twist in den Song rein. In Logic habt ihr da ein ziemlich gutes Feature, was euch dabei hilft. Gehen wir gerade mal rein. Ich kann euch jetzt natürlich keinen Song zeigen von einem bekannten Künstler. Also da würde ich mich in rechtliche Problemzonen reinbegeben. Aber ich kann den Song von mir zeigen. Und zwar ist das mein letzter Release, Shooting a Bullet, der meiner Meinung nach richtig gut gelungen ist und auch wirklich gut klingt. Und zwar das Feature, was ich euch zeigen will, ist Stem-Aufteilung. Ihr habt hier eine Audiodatei, ihr geht auf Funktionen, klickt auf Stem-Aufteilung und dann könnt ihr das hier aufteilen. Ihr könnt auswählen, was ihr genau haben wollt. Also ihr könnt sagen, ihr wollt nur den Gesang haben, ihr wollt nur das Schlagzeug haben oder nur den Bass. In meinem Fall nehme ich jetzt alles mit dazu und dann teilt er das auf. Er rödelt dann ein bisschen und gibt euch dann die einzelnen Spuren raus. Das Ganze klingt schon richtig nah am Original. Ich zeige euch jetzt gerade mal kurz das Original. Und dann hier die Version, die er mir mit dem Stem-Splitter gibt. Dabei kann man natürlich die Synthesizer als solches nicht separieren. Das ist dann alles unter anderem mit dabei. Aber ihr seht zum Beispiel hier, der Gesang ist separiert. Und das sogar ziemlich, ziemlich gut, wie ich finde. Der Bass ist separiert. Man hat die Drums einzeln. Und natürlich der ganze Rest. Da gehören die ganzen Synthesizer, die ganzen Klaviere etc. dazu. Thank you.
Es ging natürlich etwas drunter und drüber hier auf dem letzten Channel, aber im Grunde genommen hilft euch das sehr, einen Song zu analysieren, zu gucken, wie ist der Song überhaupt aufgebaut? Was habt ihr denn für Elemente in dem Song drin? Also ihr könnt direkt gucken, okay, wenn ich den Gesang jetzt weglasse, wie klingt der Song eigentlich ohne den Gesang? Ihr könnt auch Span aufrufen und nachgucken, wie ist denn das Frequenzspektrum, wenn der Gesang weg ist. Das hilft euch einfach sehr, den Song weiter zu analysieren, zu gucken, in welcher Range liegen denn die einzelnen Elemente, auch vom Mixing her natürlich, aber eben auch zu gucken, wie ist der Song ganz generell aufgebaut, an welchen Stellen habe ich Drums, an welchen Stellen habe ich keine Drums, wie sind die Drums aufgebaut, was für ein Drum Groove ist denn mit drauf und so weiter und so fort. Ich gebe euch gerade mal noch ein weiteres Beispiel mit einem anderen Song. So, hier jetzt noch der Song von mir, der vorletzte Release war das, glaube ich, oder vorvorletzte, ich weiß es gar nicht mehr. Driving Through the Sun. Hier jetzt auch wieder über Funktionen, Stemmaufteilung, kann ich das Ganze aufteilen. Und auch hier zeige ich euch ein Vorher-Nachher. Einmal das Original. And the time flies by. Driving day to day from city to city, just the way we want. Und was er mir in den Stems rausgibt. And the time flies by, nothing to worry about. We are driving day to day. Und auch hier kann man wieder hingehen und sagen, hey, ich guck erstmal, wie klingt denn der Gesang? Wie ist denn der abgemischt? Gibt es da vielleicht spezielle Charakteristika im Gesang, wo man sagt, das könnte ich vielleicht für meine Tracks auch übernehmen? We are feeling free. We leave everything behind. And the time flies by. Und die Drums natürlich auch hier separat. Der Bass als einzelne Spur. Und die restlichen Elemente. Klappt natürlich nicht immer perfekt, weil gerade bei Synthesizern hat er so manchmal seine Probleme. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Pop-Track habt, der meistens relativ einfach aufgebaut ist, dann habt ihr es viel einfacher zum Beispiel, weil er dort die Sachen auch eher mal noch unterscheiden kann, weil dort meistens ja Bass, Schlagzeug und Gesang die Hauptelemente sind und der ganze Rest im Hintergrund dann gar nicht so viel mehr ist. Das waren jetzt zwei Beispiele. So könnt ihr das Tool nutzen, das Stem Splitting, um eure Lieblingssongs zu analysieren, zu gucken, hey, wie sind denn die Drums aufgebaut? Ist da ein spezieller Rhythmus drin? Sind da verschiedene Samples drin, wo ich sage, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass da solche Samples mit drin sind? Oder beim Gesang habe ich sehr oft, wenn ihr Songs anhört, zum Beispiel von Bruno Mars, hört man im Hintergrund Background Vocals, auf die man gar nicht so achtet. Aber wenn man das dann so einzeln hört, nur den Gesang, denkt man sich, oh, da sind ja noch viel mehr Vocal Stacks obendrauf. Background Vocals, die rechts und links gepennt sind, all over the place. Aber es klingt alles kohärent und wie aus einem Guss. Und da kann man sich das eine oder andere wirklich noch abschauen, gerade von den großen Künstlern, wenn man die Songs analysiert und eben mit dem Stem-Splitter das Ganze aufteilen kann. Also hoffe ich, dass ihr in Zukunft dieses Tool auch vermehrt verwendet und einfach guckt,
bei euren Lieblingskünstlern, wie sind die Songs aufgebaut? Wie haben die ihre Songs strukturiert? Ich meine, das lässt auch ein bisschen auf die Struktur und das Arrangement blicken. Man hat hier so einen ganz groben Aufbau vom Arrangement. Das kann man dann auch analysieren. Und das hilft euch dann, das Ganze selber auf eure Songs zu übertragen. Ihr müsst es natürlich nicht eins zu eins kopieren. Das will ich auf keinen Fall, dass ihr das macht. Sondern ihr sollt es mehr als kreatives Hilfstool nutzen, um selber hinterher bessere Songs produzieren zu können. Das war's dann fürs heutige Video. Heute mal mit einem sehr einfachen, sehr kurzen und knappen Thema. Aber hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer lasst mir einen Daumen nach oben da und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns wie immer nächsten Sonntag im neuen Video. Also, tschüss zusammen!